Moje Kanner, ich zähle dir schon deine Geschichte aus dem Bretzeldorf. Und die heißt den Toni vom Möchtekoop. Ganz oben am Bretzeldorf hat der Bauer Misch gewohnt. Der Bauer Misch hat einen riesengroßen Bauernhof. Mit 100 Kei, 100 Schwein, mit 100 Gessen, 100 Schof, mit 100 Gänsen an engem Hund. Den Hund war dem Bauer Misch sein größter Stolz. Es war nämlich kein normaler Hund. Es war ein italienischer. Da ist einem direkt aufgefallen, wenn er eine Krähe hören hat. Erstens konnten doppelt so hart krähen wie ein normaler Hund. Und zweitens hatten einen wunderschönen italienischen Akzent. Kikeriki! Kikeriki! Er konnte den R so schön rollen, dass all die anderen Dieren richtig jalous auf ihn waren. Sein Gring weiß und rot Federn, wo geblinkt von hin oben um möchte Kopfstung. Es sind die schönsten Hunde, die ich kennen, durch den Toni. Und hört sich von den Touristen, die sich halt mal am Bretzeldorf verlaufen, von alle Seiten fotografieren gelassen. Da, das ist mein Toni! Mein Toni vom Möchtekoop, so der Bauer Misch dann. Und hat sich neben dran gestellt, weil er wollte immer mal auf das Foto. Mit dem Misch war wohl den einzigen, der Frau mit seinem außergewöhnlichen Dier war. Weil den Toni hat nämlich einen ganz schwierigen Charakter. Er hat nicht nur gekränkt, wenn die Sonne mal so abgegangen ist, so wie ein Hund das normalerweise mischt. Nee, er hat gekränkt, wenn ein Kopf hat, wenn der Briefträger Post brüscht hat oder wenn ein Team einfach da nur war. Hei ein Kehr zum Beispiel, als er Matzen an der Nacht erwischt, er konnte nicht mehr schlafen. Wenn ich nicht kann schlafen, dann soll auch ein Soske schlafen. Ich basta! Durch den Toni. Er ist auf sein Möchtekoop geflohen und ihn hat wie Gaggestrop losgekränkt. Kikeriki! 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 Bis all Bretzeldorf Anwohner erwischt waren. Zufrieden hat er gesehen, wie die Leute bluten an den Häusern der Reine umgeknipst haben. Oh, also schon Zeit für ein Schaul, so die kleine Max. Wo brennt? Wo brennt? Hat den Herr Schmidt geschaut, an einer Sonne Pyjama durch das ganze Bretzeldorf gerannt. Nehmen der Bauer mich? Die Lunge sind im Bett und duscht. Hat mein Toni dann nicht einen wunderschönen italienischen Akzent? Und ihn ist zufrieden, immer geschlafen. Den anderen Morgen, wo der Bauer Misch abgestanden ist und he wollt aufhängen, sein Dieren zu zählen, hat er nicht schlecht gestaunt. 400 Scheuer Pacht stungen 120 granzig Bretzeldorf-Anwohner und wollte sich beschweren. Was das dann nicht mehr los, durch den Misch? Als mein Müll ist nicht mehr frisch genug? Oder... Ah, lo weiß ich es, das ist mein Möchtekoop. Mein Möchtekoop stinkt zu viel. Und er hat aber nicht lang Zeit zu überlegen, dann hörten die Leute doch schon hören rufen. Wir hätten gern als Rau.
Dat Gekränz geht euch op Nerven. Wann dein ungezielten Deier nutz nach Emul Kamedi mischt, da geht et gebroden und um nächsten Dürfest zerweiert. Ja, mir brodenen! Und Leid geschaut. De Misch konnte dat nicht verstehen. Wie kann dat Gekränz engem op Nerven gehen? Für hier war dat wie Musik an den Ohren. Die Mitten aus dem Misch am Kosterlobernhof gang. Hin hat lang überlöscht. Und Kei hat ihm mit großen Ahnen geguckt. Bis hin ob einmal schrittieren hat. Es war der Bürgermeister aus dem Bratzeldorf, der in seinem sonderse Kostüm und mit einem ganz echten Gesicht am Kostall stand. Misch, so tin. So kann das nicht weitergehen. Ich ging dir 3 Dich für den Hunderisch zu stellen. 3 Dich, Misch. Aber wenn dat dann nicht gelingt, dann. Der Bürgermeister war genauso sehr fort, wie hin abgetaucht war. An den Abend hat der Bauer Misch den Toni am Kostall angesperrt. Oh, was hat den sich gewirrt? Kikeriki! 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 Oh, dit mal leid, Toni. Ich weiß, du bist nicht gewinnt, angesperrt zu sein. Mir was soll ich nicht mehr machen? Der Bauer hat den Schlüssel 3-mal am Schloss umgedreht. Er hat ein Glas Milch getrunken, ein Ham Schmiergiess. An hin auf die Lufe gegangen. Aber das denn nicht da? Aber das denn die Comedy? Oh ne, Toni, das kannst du mir doch nicht tun. Der Bauer hat schon ein paar abgerappt. An wusch! Als ihm den Toni entgegengeflogen. Aber was war da die Comedy? Mumme, Kikeriki, Kikeriki! Und hat durch das ganze Bratzeldorf geschallt. Bis die Luten an den Häusern eng nur der andere umgegangen sind. Die Morgen hat der Bauer sich bald nicht getraut, abzustehen. Er hat Trido vorsichtig auf die Seite gemacht. 400 Dier hätten die ganze Spratzeldorf-Awohner gesehen. Das Keier hatte sie diese Schelter gebastelt. Du drüber Sturm? Mir hätte ger eus Ruh, pasch dem Hundeschnirvel zu. Mir hätte ger eus Ruh, pasch dem Hundeschnirvel zu. Mir hätte ger eus Ruh. Pasch dem Hunde Schneewel zu. Ob eine andere Stung? Scheiz den Toni nach ein Keier und kochtüppen mit dem Deier. Scheiz den Toni nach ein Keier und kochtüppen mit dem Deier. Scheiz den Toni nach ein Keier und kochtüppen mit dem Deier. Ja, und kochtüppen! Den Abend hat der Misch sein Toni mit an den Schlafkummer geholt. Erstens, heiert hei kein ein Hund. Zweitens, sind hei kein Kei, die ich Hose machen. Und drittens, kann noch hei kein mir mein Hund klauen. Mit dem Toni.
Wer tut den sich an der Kummer gelangweilt? Hinaus ob de Klederschaf geflohen, auf vom Klederschaf ob Tridostang, auf von der Ridostang zurück ob de Klederschaf und dann auch um ob Tridostang. Dann hat er angefangen mit seinem Schneewel wie das Glas von der Fenster zu ticken. Tick, tick, tick. Und ein bisschen mehr fest. Tick, tick, tick. Ein bisschen mehr sehr. Tick, tick, tick. Und noch mehr fest. Tick, tick, klirr. Oh, bis das Fenster an 100.000 Stecker zersprungen war. Und den Toni wusch rausgeflohen ist. Kikoriki, kikoriki. Und sehen, ich war Bretzeldorf geflohen und hat alle guten Kleider wäscht. Und Luten, sie im Schein. Eng nur der andere gegangen. Die Morgen aus dem Mischko nicht abgestanden. Hin hört Leiteren, Scheizen, und mit der Feist wieder scheuer Pacht knuppen. Mit dun kam ihm eng Idee. Hin hört ein Telefon geholt und dem Alberto gerufen. Seinem Kollege aus Italien, den hat du eine riesige Schingerform. Ciao, Alberto, come stai? Si, si, Alberto, si, si, tutto a posto. Wie fertig war mit Telefonieren, hat er mich ungeduldig gewacht, den ganzen Tag an ein ganz Nacht. An den Tag drauf muss komm auch schon ein Pack mit der Post. Toni, Toni, komm gucken. Es ist schon ein Kado für dich. Für um Toni singen an, hat der mich den Pack abgemacht. Aber was soll nimmer du dran sein? Denn Toni war so aufgeregt und ich konnte kaum mehr werden. Und zum Vierschein kam ein wunderschönes italienisches Tong, das ganz geduldig sein Schneewel an seine Flillige verstopft hat. Denn Toni war wasch. Noch nie hat er so schön Dier gesehen. Obers hat ihn Paula mit ob sein Mischtekoop geholt. Kikeriki, kikeriki, hat ihn jemand da geflüstert. Kokode, kokode, hat Paula ihm geantwortet. Von dem Tag an war den Toni nie mehr schlecht gelaunt. Viele kleine Schippelchen haben die zwei auf die Welt gebracht, und sie waren die glücklichste Familie aus dem ganzen Bretzeldorf. So, Kanner, als Paula aus Logudu kam beim Bauer mich, aber singen Toni, meh, wenn möchtet ihr nur den ganzen Tag do? Was möchte ein Hung einen ganzen Tag um Bauern haben? Wisst ihr das? War da mal schon bei einem Bauer? Also, ich kann jetzt verraten, ein Hung möchte nicht wirklich viel. Die Pik per Kehren, da lädt gemütlich sein Nee und dann ist es ganz zufrieden. Ja, weil wir brauchen Hung eigentlich nicht. Aber an der Riva gebe ich gerne mal diese Lied singen. Lauscht mal gut nach. Stong. Mir geht es ganz gut am Fong. Alldach lehne sprav mein Eh. Amma Chance geht nicht dazwei. Gok, gok, gok,
so fried, so stong. Mir geht es ganz gut am Fong. Schlosse Mamen kehrisch machen, so's brauch ich nicht viel zu machen. Gock, 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 so fried, so stong. Mir geht es ganz gut am Fong. Voilà, und das war es schon. Geben dir dann einke mit mir singen. Lieder ist nicht immens schwer. Guck, 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 so fried, so stung. Mir geht es ganz gut am Fong. Aber was möchtest du? All der Lene sprach mein Ehe. Ammer Chance geht nicht der Zwei. Ja, Tung hofft vielleicht, dass es zwei Ehe lädt an einem Tag, aber eigentlich geht es nicht. Ein Hung lädt all Tag just ein Ehe. Aber was möchtest du noch? Schlosse mir mein Kerisch machen, sonst brauch ich nicht viel zu machen. Voilà, loin kommt die Melodie. Gock, 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 so fried, so stung. Mir geht es ganz gut am Fong. All der Kleine sprach mein Eh. Ammer Chance geht nicht dazwischen. Gock, 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 so fried, so stung. Mir geht es ganz gut am Fong. Schlosse Mamen kehrisch machen, sonst brauch ich nicht viel zu machen. Gock, 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 so fried, so stung. Mir geht es ganz gut am Fong. Voilà, hallo, können wir das Lied noch singen wie ein Hung? Wie singt hallo ein Hung? Wisst ihr es? Nein, ich weiß es nicht, weil ich schon noch nie einen Hung singen hören. Aber ich stelle mir das ungefähr so vor. Seid ihr bereit? Alles. Gock, 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 so fried, so stung. Mir geht es ganz gut am Fong. All der Kleine sprach mein Eh. Ammer Chance geht nicht dazwischen. Gock, 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 so fried, so stung. Mir geht es ganz gut am Fong. Schlosse Mamen kehrisch machen, sonst brauch ich nicht viel zu machen. Gock, 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 so fried, so stung. Mir geht es ganz gut am Fong. Voilà, das war es, Kanna. So vielmals merci für das Mitmachen. Ciao, ciao.